Herzinfarkt, Schlaganfall und Lungenembolie. Durch eine Erkrankung, die jährlich in Europa bis zu 500.000 Todesfälle fordert. Das und mehr gibt's gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Erstens Medizin. Wissen, was im Körper abgeht. Heute sprechen wir über eine der häufigsten Gefäßerkrankungen. Die Thrombose. Eine Thrombose ist ein Verschluss eines Gefäßes durch einen Thrombus. Hier sieht man, wie beispielsweise durch Gefäßablagerungen das Blut nicht mehr richtig fließt und sich ein Gerinnsel bildet, was den Blutstrom behindert. Wie kommt es dazu? Dazu gibt es die Virchow-Trias. Dieser beschreibt drei Ursachen der Thromboseentstehung. Zuerst der Blutfaktor. Alles, was dazu führt, dass es mehr feste Bestandteile im Blut gibt, das Blut also dicker wird, wie man immer so sagt. Dazu kann es zum Beispiel kommen, wenn eine Exsikkose vorliegt, also bei viel Erbrechen oder Durchfall, zu wenig Trinken, auch in der Schwangerschaft oder bei einer Leukämie, oft auch nach einer Operation. Hier werden mehr Thrombozyten gebildet, was zur Heilung der OP-Wunde dienen soll. Oft sind es auch genetische Faktoren, die dazu führen, dass es zu einer erhöhten Blutgerinnung kommt. Als nächstes der Gefäßwandfaktor. Wenn die Gefäßinnenschicht, also das Endothel, geschädigt wird, lagern sich dort auch mehr Thrombozyten ab. Das geschieht beim Rauchen, Entzündungen und Arteriosklerose. Die dritte Ursache ist der verlangsamte Blutfluss. Dazu besteht ein Risiko bei Immobilität, der chronisch-venösen Insuffizienz, also der venösen Rückflussbehinderung, vor allem in den Beinen, und auch die Herzinsuffizienz. Die Symptome. Diese sind davon abhängig, ob der Thrombus in einer Arterie oder Vene vorliegt. Da Arterien den Körper versorgen, kommt es hier zum akuten Schmerz, der auch in Ruhe vorliegt. Durch die verminderte Durchblutung nach dem Gerinnsel sieht dieser Teil, oftmals eine Extremität, blass aus und fühlt sich kalt an. Geht das Gerinnsel ins Gehirn oder die Koronargefäße, liegt ein Schlaganfall oder Herzinfarkt vor. Im venösen System sorgt ein Gerinnsel vor allem dazu, dass das Blut anfängt, sich zu stauen, da es nicht mehr richtig zum Herz zurückfließen kann. Deshalb führt es zu Überwärmung und Schwellung. Es kann auch ein Ziehen wahrgenommen werden. Bei der tiefen Venenthrombose, also wenn das Gerinnsel in den tiefen Beinvenen liegt, ist vor allem der Schmerz in der Innenseite der Fußsohle typisch. Wie wird eine Thrombose festgestellt? Es kann eine Sonographie vorgenommen werden, an dem Gefäß, wo das Gerinnsel vermutet wird. Bildgebend kann ein CT oder MRT das Blutgerinnsel zeigen und im Labor geben die D-Dimere Aufschluss darüber, ob sich im Körper ein Gerinnsel gebildet haben kann. Die Therapie. Egal, ob das Gerinnsel im arteriellen oder venösen System vorliegt, es können gerinnungshemmende Medikamente gegeben werden, die dem Körper dabei helfen, dieses aufzulösen. Bei Venenthrombosen kann mit Kompressionsstrümpfen der Blutfluss angeregt werden. Es kann auch operativ mittels eines Katheters entfernt werden. Das Ganze nennt sich Thrombektomie. Und da bei arteriellen Verschlüssen oftmals die periphere arterielle Verschlusskrankheit vorliegt, bei der die Gefäße in den Beinen stark verengt sind, kann hier auch eine Ballondilatation durchgeführt werden, bei denen das Gefäß aufgedehnt wird. Es kann dann ein Stent gesetzt werden und parallel das Gerinnsel abgesaugt werden. Nun zu den Komplikationen. Die Gefahr bei einem Thrombus ist immer, dass diese sich von der Gefäßwand ablöst und in die Blutbahn gelangt, also zum Embolus wird. Findet das in der Arterie statt, kann der Embolus ins Gehirn gelangen und einen Schlaganfall auslösen. Oder in die Koronargefäße, was einen Herzinfarkt nach sich zieht. Im venösen System liegt meistens eine tiefe Venenthrombose im Bein vor. Wird dieser Thrombus zum Embolus, gelangt er in die Lunge, wo er ein Gefäß verstopft und zur Lungenembolie führt. Es ist auch möglich, dass sich am Thrombus Bakterien sammeln und das würde dann zur Sepsis führen. Das war's zur Thrombose. Hier noch alle wichtigen Vokabeln. Ich würde mich über ein Like und Abo freuen. Und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.